Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 3 Let's Play. So, wir haben hier Kinder, die bereits früh mit dem Musizieren beginnen, entwickeln sich häufig zu wahren Genies. Okay, Emmets Ding fährt in einer Stunde, da muss jetzt eh schon weg. Und Gloria ist schlechter Stimmung. Sie ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Okay, kann passieren. Bianca hat Geburtstag, Gloria hat Geburtstag, Ben hat Geburtstag und Leon hat Geburtstag. Ach du grüne Neune. Ernsthaft jetzt? Es haben so viele Leute Geburtstag. Wollt ihr mich verarschen? Okay, Urlaubsgeld. Wieso bekommst du Urlaubsgeld? Okay, Emmett ist zu spät zur Arbeit gekommen. Das kann schon mal passieren. Kann echt passieren. Okay, so. Du möchtest erstmal was essen. Frühlingsrollen. Und du musst jetzt auch hier, warte mal, du bist so nett und machst dein Bett schon mal. Bett machen, dann gehst du hier aufs Klo. Und dann könntest du eigentlich... Ich habe hier, glaube ich, eindeutig zu viele Leute. Ja? Nein? Weiß nicht. Hab Angst. Aufräumen. So, wieso weinst du? Kleine Madame, wieso weinst du denn? Du hast doch hier... Spiel ein bisschen... Was ist mit dir? Oh, okay. Wieso hast du das nicht gemacht, liebe Mama? Liebe Mama, warum hast du deinem Kind nichts zum Essen gegeben? Das Herbstfest ist in der Stadt. Okay, wir müssen in die Schule. Was ist mit dir? Oh, du fütterst freiwillig das Kind? Wieso musst du eigentlich nicht zur Schule? Doch, du musst eh auch in die Schule, aber erst um 10 Uhr. Ah. Unternehmens-Azumi, okay. Was hast du denn für Fähigkeiten? Oh, schreiben solltest du lernen. Eieieiei, befriedigend. Naja. Was soll's, gell? So, jetzt sei mal lieb und hilf hier deinem Schwager aus dem Bett. Aha, dafür, dass du keine Kinder magst, bist du aber ganz schön nett zu denen. Ciao. Gloria hatte eben Christoph hochgenommen. Wie süß ist das denn? Dennis Chesterfield. Weiß einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzugeben. Und hier geht auch schon wieder nichts weiter. Ich kriege die Krise echt. So, da habe ich doch gar nichts gemacht. Mag keine Kinder. So, rangehen. Und wenn du da rangegangen bist, bist du Cedric Pertridge. Möchte wissen, ob Gloria Hope in einer Verabredung ver... Okay, warte mal, wir lassen das. Erstmal lassen wir das. Durchschnittlich. Warte mal, du gehst zuerst noch aufs Klo und dann auf Schach konzentrieren, auf Schreiben konzentrieren. Genau, dann machen wir das so. Was hast du jetzt vor? Dein Kind ist jetzt eh schon versorgt. Aha, du gibst deinem Kind jetzt noch was zum Essen. Okay. Na dann... So, was ist mit dir? Du könntest, warte mal, du könntest jetzt erstmal hier in die Stadt gehen. Ryan Kingsman und Star Kingsman wurden Arm in Arm in der Stadt gesehen. Die beiden sind so süß zusammen, bemerkte ein Verwandter. Okay, warte mal, du könntest dann erstmal zum Stadtfest, zum Herbstfest gehen. Das ist ja, glaube ich, hier irgendwo. Genau. Und hier hingehen. Genau, und deine Mutter kümmert sich jetzt hier ein bisschen um die Kleinen. Baden, Bianca.
Ah, okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, bevor du runtergehst, könntest du auch zuerst deinen kleinen baden hier. Und dann machst du die Oma-Tätigkeiten und badest die deine Enkeltochter. Und er muss auch bald gebadet werden. Passt, okay. Dabi, So. du glaubst gar Nabi. Dabi, den Glatz und Dabi. Dabi, 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 da. Dabi, 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 da. So. Also, du bist jetzt hier. Und dann könntest du hier Akrobat-Mime für Trinkgeld auftreten. Dann machst du das mal. Ein bisschen hier, gell? Dass wir ein bisschen was für deine Karriere machen, gell? Oh weh. So, lässt du, genau, lass dein Kind erstmal runter. Anruf rangehen. Du bist höchst konzentriert. Scott Chesterfield möchte wissen, ob Nora. Nein! Lass mich doch in Ruhe. Ich bin glücklich verheiratet mit meinem Emmett. Was ist das? So, Anita hat ihr Talent geteilt und auf der Straße aufgetreten. Achso, und ist auf der Straße. Die Passanten haben ihre Dankbarkeit oder ihr Mitleid in Form von Simoleons zum Ausdruck gebracht. So, kommst du schon, Oma, oder nicht? Oder weiß ich nicht? Keine Ahnung. Das ist so ätzend. So, du bist nämlich eh auch bald fertig. Du arbeitest hart. Oh, die dürfte bald eine Beförderung reinleuchten, ha? Militär, Stufe 7. Das wäre eigentlich nicht schlecht, gell? Das wäre echt nicht schlecht. Nur wäre es auch nicht schlecht, wenn wir hier mal die ganzen Sachen fördern könnten, gell? Okay, du wirst dann einfach nach Hause joggen. Schneller Sprint. Sichere dir alle Vorteile des Sporttreibens, leider auch die Nachteile in nur der Hälfte der Zeit. Okay, selbst anspornen. Sofern dir ein klein wenig Muskelkater nichts ausmacht, kannst du deine Fitness und deine Ernährung erheblich verbessern, wenn du dich überwindest und härter trainierst. Okay, trainiere ohne ins Schwitzen zu geraten. Du kannst länger trainieren, ohne müde zu werden, wenn du dir deine Kräfte einteilst. Okay, wir machen selbst anspornen. So, warte mal, die Kleine. Und du wirst es einfach ein bisschen hier weitermachen. Spielen. Kreativität. Hallo? Oma, lass mich jetzt mal in Ruhe. Plus 12. Oh, wir haben. Oh, wir haben Dings bekommen. Hier, okay, warte mal. Du machst jetzt zuerst mit deinem Enkelkind mit. Es ist so schön, so schön, so schön. So schön, so schön, so schön. Genau, mit Leon spielen, aber sobald du dich hingesetzt hast, wirst du es wahrscheinlich eh schon wieder lassen können, aber ist ja wurscht. So, du wirst dich mit Freunden anfreunden, du konzentrierst dich auf Schreiben, das ist sehr gut. Genau, sag ich ja, bis du dich hier hingesetzt hast, hat er sich angepinkelt. So, baden, Leon. Töpfchen benutzen. Tut mir leid, Leon, aber das geht nicht. Schachmatt. Ja. So, du hast jetzt hier echt. Achso, warte mal. Hä, warte mal, was war das jetzt gerade für ein Ding? Habe ich nicht gesehen. Verdammt. Habe ich nicht durchgelesen, so muss ich sagen. Okay, du verdienst dich hier schon ein bisschen dumm und dämlich. Dem Spukhaus trotzen. Wer bist du denn? Gary Schuh, Danny Schuh.
Okay. Hallo? Ach Gott. Du schaust aber auch ganz begeistert rein, gell? Wann kommst du eigentlich nach Hause? Um 14 Uhr. Okay, eigentlich in einer Stunde. Wann kommst du nach Hause? Auch um 14 Uhr. Oh, du hast viel länger Schule. Eieieiei. So, was möchtest du denn machen? Hier auf dem Boden füttern. Hat er vielleicht schon wieder Hunger? Oh ja, hat er. Habe ich irgendwas verpasst? Du bist doch gerade gebadet worden. Ah, auf dem Boden füttern. Emmet hat sein Tagewerk verbracht. Emmet hat heute 710 Simoleons verdient. Und er ist befördert worden. Das ist super. Das ist spitze. Okay, du trainierst jetzt eh gerade wieder. Warte mal, sobald du da fertig bist, wirst du ja den Rest eh nach Hause laufen, weil wir wohnen ja ewig weit weg. Ewig weit weg wohnen wir. Genau. Ja, kleiner. Warte mal, bist du jetzt gebadet oder nicht? So, da heult ein kleines Kind, hier heult ein kleines Kind, das ist super. Das ist ausgezeichnet. Und sie ist voll ausgeglichen, die Kleine. Ja, passt. So, ich verstehe noch nicht, warum Leon jetzt schon wieder sich voll gemacht hat, obwohl er eigentlich ja gerade eben gewickelt worden ist. So, okay. Die beiden schauen dir dazu. Das können wir jetzt dann mal lassen. Vinci Joe ist ein Experiment geglückt. So, dann wirst du mal eben hier durchs Haus gehen. Lady Violet hat insgesamt 21 Simoleons Trinkgeld verdient. So, du möchtest dann dem Spukhaus trotzen. Ach was, so gruselig sieht die Hütte gar nicht aus. Dein Sim ist darauf vorbereitet, den Schrecken des Spukhauses zu begegnen. Aha, und dann willst du ein Grußkartenfoto machen. Ich meine, hier ist halt nicht sonderlich viel los, muss man sagen, ne? Okay, so, warte mal, du wirst jetzt nochmal hier hingehen. Hat's auf die Liste der besten Schüler geschafft. Ausgezeichnet. Dann machst du jetzt hier nochmal Mime. Achso, nee, warte mal. Du wirst jetzt nochmal für Trinkgeld auftreten. Und du kommst gerade nach Hause. Hallo? Hallo? Zusätzliches Geld für Sydney. Ja, toll. Okay, also, du bist hier gerade voll fit unterwegs. Das Problem ist nur, dass du hier Gedankenblasen über den Kopf hast, die stören. Die beiden sind ein hübsches Paar. Okay. Jo, finde ich auch. Warte mal, was haben wir denn hier jetzt? Die Zeitung können wir wegschmeißen, wegschmeißen. Könntest du mal aufhören nachzudenken, liebe Gloria? Ich wäre dir da sehr dankbar. So. Jetzt wollen wir mal hier gucken. Und zwar, Gloria, eigentlich sollten wir dich zuerst mal umstylen, gell? Wir stylen dich zuerst mal um. Und zwar hier Outfit planen, bitte. Du kommst auch gerade wieder heim. Du bist total gestresst.
Oh, okay, und dann sollten wir eigentlich hier mal ein bisschen gucken, dass. Okay, du sitzt da und schaust Fernsehen. Warte mal, wie war das mit dem Kuchen? Da du ja jetzt nur da sitzt und Fernseh schaust, müssen wir. Aha, das geht nicht am Rand, gell? Okay, dann. Nein! Was tue ich denn? So, dann werden wir hier mal die ganzen Dinge rausstellen. So, und vier davon nebeneinander stellen. So, und zwar hier hin irgendwie so daneben. So, und dann holen wir natürlich noch vier Geburtstagstorten, weil wir gleich viermal hier Geburtstag feiern. Passt so. Dann kommt die liebe Ding mal nach Hause, weil sie duschen muss. Du stinkst sonst. Raffia. Raffia. Okay, Alltagskleidung. Liebe Gloria, du kriegst, was kriegst du denn das? Okay, eigentlich ist das ziemlich schwachsinnig. Sie jetzt umzusetzen. Moment. Ich lasse das. Ja, ich lasse das. Sie kriegt einfach jetzt kein neues Outfit, weil es einfach egal ist und duschen bis extrem sauber passt. Okay, warte mal, du könntest dich eigentlich schnell mal da dazu gesellen. Techtelmechtel. Bevor er ganz fertig ist, bitte. Was war das denn? Okay. Habe ich irgendwas verpasst? Okay, warte mal. Romantisch. Ich habe doch gerade zu ihm gesagt, dass, also bei ihm gesagt, dass sie mit ihm techtelmechteln soll. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht gerade. Aber gut. So, du kannst hier mit deiner Gloria anscheinend nichts machen oder sonstige Sachen machen oder gar nichts, keine Ahnung, ausgelassen sein. Massieren, rumschmusen. Oh. Ins Ohr flüstern. Ja, tut mir leid, Mama. Tut mir leid. Ah, warte, 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 warte. Schüpf mich nicht raus. Bitten, Haus zu verlassen. Echt jetzt? Was ist mit dir? Lass mich hier jetzt. Achso, warte mal, du warst doch eh schon duschen, auf dem Klo eigentlich. Geh mal hoch zu deinem Sohn und bring ihm, keine Ahnung, das Sprechen bei oder so. Tu was. Tu was als Mutter, okay, dann machst du das halt nicht. Dann setz dein Kind bitte hier hin. Bitte tu irgendwas. Techtelmechtel, aha, okay. Do like masking. Ausgelassen sein. Trademark. Schwebekuss, Techtelmechtel. Dann mach mal ein Techtelmechtel, ja? Wie kann ich hier mit ihr gar kein Baby machen oder was? Kann ich gar nicht mehr als 8 Sims haben? Kann das sein? So, du bist fix und fertig. Aber du bist fast zu Hause. Hey, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Nein! Ich hab doch extra. Nein! Ich hab doch. Nein!
Ernsthaft jetzt? Ich habe extra einen Geburtstagskuchen für dich gekauft. Was soll denn der Mist? Oh mein Gott. Okay. Kerzen ausblasen mit Bianca. Kraut hinzufügen. Kerzen ausblasen mit Leon. Und du wirst dann auch noch Kerzen ausblasen. Kerzen ausblasen, Ben. Ach du Kacke. Ernsthaft jetzt? Ich hab's voll verkackt. Gloria ist endlich eine junge Erwachsene mit all den Vorteilen und Verantwortlichkeiten des Erwachsenseins. Ihre Zukunft erwartet sie mit offenen Armen, was sie wohl alles erreichen wird. Aufgrund ihrer dürftigen Anstrengungen in der Schule darfst du dir kein Merkmal für Gloria aussuchen. Gloria hat folgendes Merkmal entwickelt: begeistert. Oh. Aha, okay. Ja, jetzt hat es dann Sinn, dass wir uns auch hier ändern, ja? Also hier umziehen. Alter, echt jetzt. Was ist jetzt mit dir? Geburtstagsparty. Wir haben hier keine Geburtstagsparty. Setz bitte dein Kind in die Gehhilfe. Du warst jetzt nicht duschen, das finde ich super. Endlich verhält sich Gloria wieder normal. So, du gehst Geburtstagsfeiern, du gehst Geburtstagsfeiern. Du spornst dich immer noch selber an. Okay, warte mal, dann nimmst du Leon bitte. So, Kerzen ausblasen, Leon. Oder auch nicht, keine Ahnung. Okay, er wird wieder abgesetzt. Leon feiert Geburtstag, ist junger Erwachsener geworden, hat miterlebt, wie sehr Junge ist endlich stimmungsschwanger. Und Ben feiert Geburtstag, Leon feiert Geburtstag, Bianca feiert Geburtstag, Gloria hat Geburtstag. Die Eltern von Willi platzen fast vor Stolz, als sie sahen, dass ihr Kind sich freiwillig um gute Noten bemühte. Und der Kind hat einen reservierten Platz in der Bibliothek, bemerkten sie. Oh, toll. Toll, jetzt fängt es auch noch zum Regnen an. Okay. Scheißdreck. Es ist wortwörtlich ins Wasser gefallen. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Ben ist so fleißig in der Schule. Darfst du dir ein Merkmal für ihn aussuchen? Cool. Ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Okay, dich müssen wir auf alle Fälle dann auch umdingsen. Jetzt muss ich erstmal gucken hier, was passt denn noch gut? Weil eigentlich hatten wir ja gesagt, dass du Koch wirst. Vegetarier, warte mal, Koch. Was ist denn noch gut für einen Koch? Koch, 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 Koch sind für Humor, übernatürliches Glückspilz. Pechvogel, tollpatschig. Bücherwurm. Ein grüner Daumen. Wahnsinnig. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Katzenfreund. Okay, warte mal. Ich mache das nochmal weg. Ich drücke jetzt 7 Mal drauf und das, was beim 7. Mal rauskommt, das nehme ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kleptomanisch. Okay. Passt zwar eigentlich überhaupt nicht, aber was soll's, gell? So. Geburtstag haben. Oh nee, so ein Scheißtrick. Okay, warte mal, was hat Emmet jetzt gerade erreicht? Glückwunsch. Emmet hat so viele Stunden mit Ausdauertraining zugebracht, dass der Sim die Fähigkeit Fitnessverrückter abgeschlossen hat. Oh, okay. Fitnessverrückter. Was heißt das? Sims, die so fit sind, kann ein Ausdauertraining nicht mehr ermüden. Oh, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay.
So. Dann geht's weiter. Die kleine Maus. Ah, okay, du bist schon da. Warte mal. Holst du bitte dann mal freundlich? Er stockt schon wieder alles. Mich regt das so auf eigentlich. So, Leon. Hope feiert Geburtstag. Ja, nein, vielleicht. Rutsch mir den Buckel runter. Du sollst jetzt kein Stück nehmen. Du sollst hier die Kerzen ausblasen mit Ben. Mit Leon meine ich. Okay. So. Das Krabbeln und auf den Hinterfallen liegen nun hinter Bianca. Sie ist endlich ein Kind. Zwar hat sie jede Menge Arbeit und vor allem haufenweise Hausaufgaben vor sich, aber wenn Bianca sich anstrengt und in der Schule schön fleißig ist, wird es das Leben schon gut mit ihr meinen. Da bei der Erziehung von Bianca so einiges schiefgelaufen ist, darfst du dir kein Merkmal für sie aussuchen. Kleptomanisch. Oh, toll. Jetzt habe ich das doppelt. Was ist das für Mist? So, was ist jetzt hier mit Leon? Holt denn jetzt irgendwer oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Nora Hope ist stolz darauf, dass Bianca Hope ins Kindesalter eingetreten ist. Alle Eltern empfinden es als wundervolle Erinnerung, ihren Augenstern heranwachsen zu sehen. Ich will nichts sagen, aber das ist dein Enkelkind und nicht dein Kind. Charles. Kingsman wurde dabei gesehen. Passt. So. Leute. Wir haben ein Problem. Es geht hier nicht so weiter, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Warte mal, das können wir jetzt mal hier hingeben. Den können wir... Kann man den eigentlich jetzt nochmal verwenden oder nicht? Reste wegstellen. Okay, warte. Schmutzige Windeln wechseln. So, ein Stück nehmen. Ein Stück nehmen. Das lassen wir jetzt einfach mal bitte. Danke. Okay, warte. So. Dann können wir den nämlich dahin geben und hier Kerzen ausblasen. Achso, warte mal. Warum sagt mir das denn keiner? Ach Gott. So, die Folge wird jetzt länger als gedacht eigentlich. So. Die wird jetzt länger als gedacht. Viel länger als gedacht. So, das können wir hier hinstellen. Die beiden Damen der Schöpfung könnten eigentlich auch mal hier reingehen. Hier hingehen. Und du wirst jetzt dein Kind erstmal in Ruhe lassen und hier mit Leon die Kerzen ausblasen, bitte. Leon. Hochgenommen werden, okay. Glückwunsch zu deinen Leistungen, bla bla bla. Okay, hier dann. Habe ich irgendwas verpasst? Ich kriege die ganze Zeit dein Kind an und es geht nichts. So, warte mal. Schmutzige Windeln wechseln. Auf Boden füttern. Du hebst jetzt endlich mal dein Kind auf. Ich würde gern es noch schaffen. Alter, sie ist so böse. So, warte mal, hast du jetzt den aufgehoben oder nicht? Jetzt kriege ich gerade hier die Krise. Nein, du hast ihn nicht hochgehoben. Warum nicht? In den Schlaf lesen, kuscheln, Leon hochnehmen. Geburtstag haben. Geht das Ganze jetzt ohne Ding oder was? Ich verzweifle nochmal. Ist ja doch alle so doof. Okay.
Okay, du da aber da, oh, da du bei der Erziehung Höchstleistungen verbracht hast, darfst du nun wählen, welches Merkmal Leon weiterentwickeln soll. Okay, Leon, ich glaube, sie hat sich doch irgendwie gewünscht, also Anita hat sich gewünscht, dass er zum Genie wird. Genie, wo ist denn das nochmal? Hier war das, glaube ich, drin, gell? Genie. Also wirst du zum Genie, glaube ich. Oder irgendwas, keine Ahnung. Okay, so, dann werde ich jetzt hier einen Cut einfügen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo ich hier ein bisschen was umbauen werde und also wieder ein bisschen was umbauen werde und den einen oder anderen auch umstylen werde. Bis dahin sage ich aber erstmal ciao, ciao und bis zur nächsten Folge. Baba.